Junger Herr, ist dies der Brief Ihrer Majestät? Ja. In London, in der Nähe des Anwesens von Ryuk, spielten sich in den letzten Tagen mysteriöse Morde ab. Das ist mir bekannt. Junge Frauen verschwinden und Tage später tauchen ihre Leichen wieder auf. Sebastian, bereitet die Kutsche vor. Wir werden uns ein paar Informationen besorgen. Yes, my lord. Undertaker, wie du sicher weißt, spielten sich in der Nähe mehrere mysteriöse Morde ab. Hast du irgendwelche Informationen darüber? Junger Earl, vielleicht habe ich welche Informationen, vielleicht aber auch nicht. Ein Witz könnte meine Erinnerung eventuell auffrischen. Sebastian, kümmere dich darum. Darüber. Ich habe keinerlei Ahnung. Jedoch fehlt bei allen Damen das Herz. Sebastian, gehen wir. Yes, my lord. Wartet, ich will auch mit. Was? Nein. Ach, kommt schon. Ich könnte euch behilflich sein. Warte. Na gut, du kannst mitkommen. Danke, junger Earl. Ich will zuerst raus. Ihr könnt mit den Leichen gerne alleine sein. Oh, dieser Vollidiot. Sebastian, kümmere dich darum. Ja, junger Herr. Sebastian. Sebastian, gib dir Mühe, du darfst nicht verlieren. Sebastian, Sebastian! Ich gehe da mal los und sammle seine Endmemorien ein. Lange wird er jedenfalls nicht mehr leben. Du bist so toll. Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Du bist ein Held. Was für ein Vollidiot. Sebastian, ich bin müde. Lass uns nach Hause gehen. Yes, my lord.